Holzame und wieder Batch am Start. Benutzername liegt immer noch auf der faulen Haut. Ich gehe nicht drauf ein, was er macht. Ich habe nämlich auch keine Ahnung, was er macht. Zumindest mal höre ich ihn ab und zu als die Stimme aus dem Off, die mir was ins Ohr flüstert. Aber er hat sich selber natürlich rausgeschnitten. Das heißt, ihr hört nur mich und müsst mit mir Vorlieb nehmen. Ich hoffe, das passt und ich vergraue mich alle hier. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass meine ach so tolle Stimme irgendwie 100.000 Klicks generiert. Sicher nicht. Also. Alles für die Klicks, sagt da gerade wer. Wir sind immer noch bei den Steinchen und ich glaube, das wird doch wirklich noch ein Weilchen so gehen. Aber oh mein Gott. So kann man natürlich auch ganz, ganz viele Teile generieren. Wenn man einfach mal so einen Turm bastelt aus 100 Steinen. Aber es sieht gut aus. Ist nicht verkehrt als Startpunkt. Jetzt würde mich auch mal interessieren, das ist was. Ich habe auch so ab und zu mal ein paar Problemchen mit Steinchen, wie er jetzt damit umgeht, weil er hat jetzt ja wirklich einen riesen Klotz gebaut, wo später ganz viele Steine drin sein werden, die man von außen gar nicht sehen würde. Und er will ja sehr effizient bauen im Normalfall der Werte her. Oh, die Stimme aus dem Off sagt, die bleiben alle drin. In dem Fall wissen wir, wo später die 4000 Teile herkommen, aus diesem Türmchen. Nein, Quatsch, so viele Teile sind das nicht, das sind vielleicht 100, aber nichtsdestotrotz hätten wir es effizienter bauen können. Auch wenn die Methode gar nicht schlecht ist, um wirklich mal schnell einfach einen großen Berg zu bauen aus Gesteinsbrocken. Ich denke, das letzte, was ich da gebaut habe, das war der Nation Coaster. Spielt ja gerade auch keine Rolle, aber da habe ich auch so einen Berg gebaut und Stein. Ich habe jeden Stein einzeln platziert. Schön gedreht, gemacht, getan. Und es sieht nicht unbedingt besser aus, wie das hier, was er jetzt hier zusammen fabriziert hat. Von dem her ist das gar nicht mal so eine schlechte Methode, um irgendwie schnell hoch zu bauen mit Steinchen. Das sieht doch recht gut aus. Und auch wenn das jetzt nur gedreht worden ist, es sieht immer noch natürlich aus. Gut, ich ist auch daran, dass er ein paar Steine wieder rauslöscht. Und immer wieder nur einzelne Komponenten skopiert, damit sich nicht zu viel wiederholt. Aber nö, passt. Canyon, typisch Canyon, passt einfach. Schnell, simpel gemacht. Wunderbar. Die letzten Lücken abdecken. Der hat ja jetzt wirklich das Ding innerhalb von 5 Minuten gebaut wieder. Ja gut, vielleicht waren es auch ein paar mehr, aber schnell. Ich glaube, er hat in Summe, jetzt mal für Revision 1, also wirklich für die erste Version, die er rausgehauen hat von dem Blueprint, hat er nur 3 Tage gebraucht, so wie er, glaube ich, mal, ich glaube, das sind seine empfänglichen Speedbuilds, für den Blueprint auch schon erwähnt gehabt. Das ist für einen 4000 Teile Blueprint, der auch noch wirklich gut gemacht ist und nicht einfach hingeklatscht ist. Eine recht rekordverdächtige Zeit. Gibt nicht viele, die das wirklich in der Qualität dann hinbekommen. War eine Ausnahme, sagt er gerade. Okay. Und ich will auch gar nicht so viel Schleim scheißen. Ich will damit jetzt wieder auf. Aber Steinchen. Also interessant zuzugucken. Da muss man irgendeinen Scheiß labern. Da guckt noch was raus. Die Wand quält auch noch nicht. Das ist ein bisschen nach innen geknickt. Das passt irgendwie nicht. Da fällt doch gleich alles zusammen. Ich hätte mal gern Physikmodelle im Planet Coaster für Steine. Oh Gott, das wäre noch geil. Wo man dann so ein- und ausschalten kann. Das heißt so auf Knöpfchen, bäm, alles fällt zusammen. Was nicht gescheit gebaut ist. Das wäre lustig. Das wäre echt geil. Aber der Planet Coaster so schon sehr CPU-freundlich. Ist vielleicht keine gute Idee, da noch mehr Physik reinzubringen. Jetzt haben wir die ersten Großbrände über der ganzen Welt verteilt bei jedem Planet Coaster-Spiel. Ausgelöst durch ihre brennenden Rechner. Ah, ist die Brücke? Ah, da war da die kleinen Klötzchen und die Brücke, die verdeckt natürlich auch wieder einiges vom Copy-Paste. Und ja, wertet es auch wieder super auf. So eine Kleinigkeit eigentlich, aber sieht gleich wie ein ganz anderer Bild aus.
Hirsch ist übertrieben, aber ihr wisst, worauf ich hin muss. Das kannst du natürlich wirken lassen. Da hat das brav gedreht, hab schon gedacht. Natürlich zwei ganz schöne Wiederholungen gerade. Oh, Ende, Ende, Ende. Ciao zusammen.